Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Bella verzweifelt gesucht. Barbara von Minkwitz will sie retten. Ach schön, Sie wollen mir nicht helfen. Es ist Ihre Schuld, wenn sie tot oder verschwunden ist. Ich konnte dir noch nicht alles erzählen. Haben Sie sie strafbar gemacht? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Der 34-jährige Nico Kaiser und die 29-jährige Bella Weber sind seit 5 Jahren ein Paar. Der Dachdecker liebt die angehende Ärztin über alles und kann sich nichts Schöneres vorstellen, als mit ihr alt zu werden. Deshalb will er Bella heute einen Heiratsantrag machen. Doch er ahnt nicht, dass er gleich eine böse Überraschung erlebt. Wow, Nico, was ist denn hier los? Hey. Gibt's was zu feiern? Ja, uns. Aber gibt's denn Anlass dafür? Du machst doch jeden romantischen Moment kaputt. Dann komme ich sofort zur Sache. Bella, wir sind schon jetzt fast 5 Jahre zusammen und ich liebe dich von ganzem Herzen. Deswegen frage ich dich, ob du mich... Nein, bitte lass das. Bitte steh wieder auf. Was? Oh, steh wieder auf. Wieso? Was ist denn? Ich kann das nicht. Ich werde dich weder jetzt noch später heiraten. In der letzten Zeit passt es doch überhaupt nicht zwischen uns. Wie meinst du das? Naja, schau, wir haben überhaupt keine Gemeinsamkeiten mehr. Du klammerst ständig und du bist so eifersüchtig. Das war früher echt mal anders. Machst du jetzt Schluss mit mir? Nein, ich weiß auch nicht, aber wir brauchen auf alle Fälle eine Pause. Ich habe einen neuen Job. Ich bin gerade mit der Uni fertig geworden. Jetzt kann ich gerade mal als Ärztin arbeiten und das ist für mich ein neuer Lebensabschnitt und den möchte ich gerne genießen. Das kannst du nicht verheiratet machen? Nein, nicht wenn du so eifersüchtig bist. Ich möchte einfach ein bisschen Abenteuer erleben, bevor ich heirate und Kinder habe, weißt du? Ich weiß auch nicht, wenn es so sein soll, vielleicht führt uns das Schicksal ja eines Tages wieder zusammen. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, du liebst mich. Das tue ich ja auch. Aber vielleicht nicht mehr genug. Ich wollte dir das alles gar nicht so sagen. Es tut mir wirklich leid. Ich rufe jetzt Tina an, die holt mich ab. Für Nico bricht eine Welt zusammen. Er dachte, seine Beziehung mit Bella wäre perfekt. Er kann ihr Verhalten nicht verstehen. Wie kann sie mir das antun? Ich hoffe, es ist nur eine Phase. Aber ich werde sie bestimmt nicht einfach so aufgeben. Doch Nico kann Bella nicht umstimmen. Seine große Liebe zieht eine Woche später aus der gemeinsamen Wohnung aus. Das wirft Nico völlig aus der Bahn. Er geht in der darauffolgenden Woche nicht mehr vor die Tür und schottet sich völlig ab. Sein bester Freund Thomas Reuter macht sich ernsthafte Sorgen um ihn. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Ist das ernst? Wie sieht's hier aus? Junge, riechst du wie ein Puma-Käfig, du musst mal lüften. Ist doch egal. Was willst du? Hätte ich mal hier rausholen aus dem Loch, du musst doch mal unter Leute kommen, ey. Ich will nicht unter Leute kommen. Mir geht's beschissen, siehst du das nicht? Ja, dass eine Trennung nicht einfach ist, verstehe ich schon. Aber meinst du, machst du denn besser, indem du die ganze Zeit da Bella mit den SMS zuknallst oder mit Anrufen bombardierst? Komm, wir finden eine neue für dich. Ich will keine neue. Bella ist die Liebe meines Lebens. Und so einfach gebe ich sie nicht auf. Toll, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt hier weiter rumhängen? Bis du wegschimmelst, bis du mit Moos überzogen bist. Selbst deine tolle Bella ist schon draußen gewesen, macht Party mit den Freunden, da habe ich mich übrigens gesehen. Komm, zieh dich an und dann gehen wir raus. Ach so, einfach läuft es bei dir. Kein Wunder, dass du Single bist. Ja und? Mir geht's gut dabei. Los, anziehen. Nein, gibt's jetzt nicht. Okay, dann lass uns Flanagan gehen. Da war ich schon lange nicht mehr. Soll mir auch egal sein. So abgefuckt wie du guckst, kommen wir eh nicht mehr irgendwo rein. Bella reagiert seit Tagen lang nicht auf meine Anrufe. Und ich bin mir sicher, wenn ich ihr persönlich gegenüberstehe, kann ich ihr vieles erklären. Kampflos gebe ich sie nicht auf. So bin ich nicht. Um Nico auf andere Gedanken zu bringen, will Thomas mit ihm um die Häuser ziehen. Er ahnt nicht, dass sein Freund als erstes eine Bar ausgesucht hat, weil Nico weiß, dass Bella dort mit ihren Freundinnen ist. Er will sie noch einmal treffen und verstehen, warum Bella mit ihm Schluss gemacht hat. Der 34-Jährige hofft auf eine Erklärung. Warte kurz. Hey Bella, hast du eine Minute? Ich muss ganz kurz mit dir reden. Komm. Bitte.
Was ist denn? Was machst du denn hier, Nico? Du musst das endlich verstehen. Bitte, das muss aufhören. Du kannst mich nicht ständig anrufen und belagern. Und weiter? Was ist das? Einfach so, nach 5 Jahren? Löscht du mich einfach? Als ob es mir nicht gibt? Nein, ich habe einfach keinen Bock, das alles wieder und wieder durchzudiskutieren. Ich brauche jetzt einfach Zeit für mich. Dann erklär mir bitte, warum du uns einfach so wegwirfst. Einfach so. Bedeutet das nichts? Nico, es ist aus mit uns. Und daran wirst du auch nichts mehr ändern. Es gibt einen anderen, oder? Ist das der Grund? Nein! Du betrügst dich, oder? Nein, niemals! Alter, bleib mal ruhig mit der Eifersucht. Geh langsam ein bisschen zu weit. Wie Eifersucht? Bisschen klar jetzt. Ja, willst du mir erzählen, dass wir zufällig hier sind? Glaubst du auch nur selber nicht. Ich habe langsam den Eindruck, als wenn du nachspionierst. Weißt du was? Es geht dich gar nichts an. Ich habe keinen Bock mehr auf Feiern. Du kannst alleine hier rumchillen. Ihr alle. Tschüss, viel Spaß, ja? Wie soll ich darüber wegkommen, wenn ich das nicht verstehe? Ich hätte immer alles für Bella getan. Ich habe nie daran gezweifelt, medial zu werden. Ich fühle mich irgendwie von ihr verarscht. Nico fährt enttäuscht zurück nach Hause. Während der Nacht findet er heraus, dass Bella nach dem Barbesuch nicht in ihre Wohnung zurückgekehrt ist. Deshalb geht er am nächsten Morgen aufgeregt ins Polizeipräsidium, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Er befürchtet, dass Bella etwas zugestoßen ist, auch wenn er das den Beamten nur schwer erklären kann. So, und Sie möchten eine Frau Bella Weber als vermisst melden, wenn ich das hier richtig sehe. Wie lange ist die Dame denn schon vermisst? Seit gestern Abend. Sie war in der Bar und ist dann nicht nach Hause aufgetaucht. Okay, das ist ja nun nicht allzu lange. In welcher Beziehung stehen Sie denn zu der Dame? Wohnen Sie zusammen? Nein, bis vor kurzem waren wir noch zusammen. Fast 5 Jahre. Jetzt wohnt sie alleine. Sie öffnet ihre Wohnungstür nicht. Sie ist am Telefon nicht erreichbar. Da stimmt irgendwas nicht. Sie sagen selber, Sie haben sich gerade eben erst getrennt. Schon mal darüber nachgedacht, dass Ihre Ex-Freundin Sie überhaupt nicht mehr sehen will? Nein, so ist es nicht. Bitte, ich kann Ihnen dazu nichts Genaueres sagen. Ich bin mir sicher, dass das passiert ist. Sie müssen Bella suchen, ihre Wohnungstür öffnen. Sie sind die Polizei. Das ist Ihre Pflicht. Nee, also da irren Sie sich gewaltig. Nur weil jemand behauptet, da stimmt irgendwie etwas nicht, starten wir keine wilden Suchaktionen. Das geht nicht. Ihre Ex-Freundin ist, wenn überhaupt, noch nicht mal 24 Stunden weg. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte für eine Straftat vor. Da sind wir überhaupt nicht befugt, irgendwelche Wohnungstüren zu öffnen oder nach jemandem zu suchen. Das geht nicht. Ach schön, Sie wollen mir nicht helfen. Es ist Ihre Schuld, wenn sie tot oder verschwunden ist. Herr Kaiser, beruhigen Sie sich erstmal. Ich kann es ja nachvollziehen, wie es Ihnen gerade geht. Aber wie der Kollege sagt, sind uns da leider die Hände gebunden. Und in erster Linie sind Sie für uns ein Mann, der seine Ex-Freundin nicht erreichen kann. Es sei denn, Sie liefern uns konkrete Hinweise, dass eine Straftat vorliegt. Ja, aber ich kann Ihnen dazu nichts Ausreichendes sagen. Dann können wir Ihnen leider im Moment auch nicht weiterhelfen. Es tut mir leid. Ja? Ja, Herr Kaiser, dann, wie gesagt, da können wir leider momentan nichts machen. Wir könnten natürlich was machen bei Gefahr im Verzuge, sprich, wenn Gefahr für Leib oder Leben entstehen würde. Aber da nichts vorliegt, tut uns leid. Ich vermute nicht nur, dass Bella was zugestoßen ist. Ich weiß, dass ihr was zugestoßen ist. Und ich kann der Polizei nicht die Wahrheit erzählen, ohne selber Ärger zu kriegen. Ich brauche definitiv einen Anwalt. Mit jeder Minute wird Nikos Angst um Bella größer. Er kennt die 29-Jährige genau und weiß, dass sie nicht einfach woanders übernachten würde. Deshalb vereinbart er einen Termin mit Anwältin Barbara von Minkwitz. Mit ihrer Hilfe möchte er die Polizei dazu bewegen, nach Bella zu suchen. Dafür muss er ihr allerdings verraten, woher er weiß, dass seine Ex-Freundin über Nacht nicht zu Hause war. Ja, die Polizei wollte mir einfach nicht zuhören. Aber ich konnte denen noch nicht alles erzählen. Aber Sie sind doch Anwältin, oder? Sie haben doch Schweigepflicht. Ja, völlig richtig. Ich meine, es sei denn, Sie berichten mir jetzt von irgendeinem Verbrechen, da komme ich natürlich auch in Zuchtzwang. Aber alles, was Sie mir im Rahmen eines Mandats hier berichten, das steht unter Schweigepflicht und das bleibt absolut unter uns. Da können Sie sich drauf verlassen. Haben Sie sich strafbar gemacht? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Es ist so, vor der Trennung mit Bella hat sie sich komisch verhalten. Und da bin ich misstrauisch und eifersüchtig geworden. Und da habe ich auf ihrem Handy diese Spy-App installiert. Kennen Sie die? Dieses Programm zeigt mir, wo sich Bella aufhält und wann. Und wenn sie davon erfährt, dann wird Bella kein Wort mehr mit mir reden. Naja, aber absolut zu Recht. Ich meine, das ist illegal, das ist eine schwere Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen und ihrer Ex-Freundin. Die könnte sogar eine Strafanzeige gegen sie erstatten wegen Ausspähung von Daten. Ich meine, was das moralisch bedeutet, das ist Ihnen ja hoffentlich klar. Aber trotzdem haben Sie das nicht lassen können? Ich würde sowas auch nie wieder tun, ehrlich. Aber trotzdem, nur durch die App, weiß ich da, was passiert ist. Ich habe hier das Handy. Da geht um 2 Uhr die Spur verloren. Aber sehen Sie selber. Ja.
Naja, wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie sich da nicht in irgendwas hineinsteigern. Also ich meine, es kann doch schlicht und ergreifend so gewesen sein, dass einfach der Akku von dem Handy Ihrer Freundin leer war. Nee, das würde nicht passieren. Bella ist ein Kontrollfreak und seit sie Ärztin geworden ist, ist das sowas wie ihre Notfallnummer. Ja, aber ich bitte Sie, jeder Mensch möchte auch mal seine Ruhe haben. Also auch wenn Sie das nicht gerne hören, vielleicht hat die sich einfach mit einem anderen Mann getroffen oder ist mit dem nach Hause gegangen und hat ihr Handy ausgeschaltet. Nee, so ist Bella nicht. Sie würde niemals spontan mit irgendeinem Kerl mitgehen. Sie rät sich ja schon auf, wenn ihre Freundin sowas machen. Nein. Ich meine, haben Sie denn schon mal die Freunde angerufen, mit denen Sie offensichtlich gestern Abend unterwegs war? Ja. Ich habe versucht, ihre Freundin Tina zu erreichen. Aber sie ist Lehrerin und arbeitet wahrscheinlich. Ich habe aber mit ihren Eltern telefoniert, aber die waren echt genervt von mir. Ich weiß auch nicht weiter. Bitte helfen Sie mir. Ja, wissen Sie, ich möchte Ihnen schon helfen. Bloß nur weil ich Rechtsanwältin bin, wird die Polizei auch nicht ihre Meinung ändern. Ich überlege gerade, lassen Sie uns doch am besten noch mal diese Tina anrufen. Ich meine, vielleicht kommen wir so an den Aufenthaltsort ihrer Ex. Ja, das ist eine gute Idee. Das mache ich dann gleich mal. Bitte. Der junge Mann scheint ja regelrecht besessen von seiner Ex-Freundin zu sein. Ich werde ihm jetzt erst einmal helfen, Bella Weber aufzuspüren. Aber dann sollte er ihr auch gestehen, dass er sie monatelang ausspioniert hat. Doch dafür muss der 34-jährige Bella erst einmal finden. 2 Stunden später konnte Nico endlich ihre Freundin Tina Merz erreichen und stattet ihr nun mit Barbara von Minkwitz einen Besuch ab. Die Anwältin will Tina befragen, um herauszufinden, was gestern Abend vorgefallen ist. Ja, Frau Merz, ich habe eigentlich gehofft, dass Sie uns sagen können, wann Bella gestern Abend die Bar verlassen hat. Ja, tut mir leid, ich kann Ihnen da wahrscheinlich gar nicht helfen, denn ich bin nicht lang geblieben, vielleicht so gegen 12:30, dann bin ich gegangen. Ja, und Bella, die ist noch da geblieben mit den anderen. Mit wem? Mit jemandem bestimmten? Ey, Nico, wird das wieder einer von deinen Psychonummern oder was? Das war echt gestern scheiße von dir. Ich meine, du kennst alle, mit denen wir gestern feiern waren, ja? Mike, Babs, David. Also was soll denn das? Aber vielleicht wissen die ja, wann Bella gegangen ist. Also Frau Merz, mich würde interessieren, ob Sie danach noch mal mit Bella Kontakt hatten. Per Handy, per Mail. Nein, aber warum machen Sie sich denn jetzt solche Sorgen? Ich meine, ist irgendwas passiert? Nur weil Bella mal ihr Handy einen Tag lang aus hat, müssen Sie jetzt hier nicht so in Panik geraten. Ja, na, wir sind bestimmt nicht zum Spaß hier. Das hat schon einen ernsten Hintergrund. Mein Mandant macht sich eben Sorgen. Aber sagen Sie mal, muss Bella denn nicht zur Arbeit heute? Ja, sie ist Ärztin im Praktikum, hat aber dauernd wechselndes Schichtsystem. Aber sie hat heute, ja, Spätdienst. Deswegen konnte sie auch gestern länger feiern. Sie kennen doch bestimmt das Krankenhaus. Haben Sie nicht vielleicht die Telefonnummer? Na klar, hier vom Samarin-Klinik. Ja, hier. Ja, na wunderbar. Dann rufe ich da mal eben an. Ja, guten Tag, Rechtsanwältin von Minkwitz. Ich hätte gerne die Ärztin im Praktikum, Frau Bella Weber, gesprochen, bitte. Ja, danke. Die verbinden mich mit der Station. Ja, das stimmt, genau. Ach, das ist ja schade. Ja, vielen Dank, auf Wiederhören. Die ist vor 2 Stunden nicht zum Arbeitsbeginn erschienen und hat sich auch nicht krank gemeldet. Shit, das ist jetzt echt untypisch für Bella. Sie würde niemals unentschuldigt fehlen. Also ich hab's doch irgendwie gewusst, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, ich muss diese neuen Erkenntnisse dringend an die Polizei weitergeben. Wir müssen die Eltern von Bella anrufen und alle Freunde und hören, ob die irgendwie Kontakt zu ihr gehabt haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich dafür, dass wir unverzüglich die Wohnungstür von Bella aufmachen. Ich hab's doch gesagt, wir haben jetzt schon viel zu viel wertvolle Zeit verloren. Naja, nun immer mit der Ruhe, Herr Kaiser. Ich bin mir schon sicher, dass wir Bella unversehrt wiederfinden werden. Aber ich muss mich jetzt erstmal mit der Polizei in Verbindung setzen. Dass Bella nicht zur Arbeit erschienen ist und ihr Handy ausgestellt hat, ist beides untypisch. Jetzt spricht doch einiges für das Vorliegen einer Straftat. Ich denke, die Polizei wird das genauso sehen. Aufgrund des Anrufes der Anwältin und der neuen Lage sehen nun auch die Beamten Handlungsbedarf und öffnen Bellas Wohnung. Barbara von Minkwitz ist mit ihrem Mandanten ebenfalls vor Ort, um nach Bella oder Hinweisen auf ihr Verschwinden zu suchen. Sie hat auch deren Eltern alarmiert. Die Juristin weiß genau, worauf sie achten muss. Herr Kaiser, jetzt überlegen Sie doch bitte mal, was Bella an dem letzten Abend in der Bar anhatte. Wenn wir diese Klamotten hier nicht finden, dann ist das ein weiteres Indiz dafür, dass die überhaupt gar nicht mehr in der Wohnung war. Sie hatte eine Lederjacke an, weiße Spitzenbluse, lila einen Top drunter, blaue Jeans und schwarze Heels hatte sie an. Die Polizisten und die Anwältin durchsuchen jeden Winkel. Erfolglos. Das ist der Beweis, dass Bella verschwunden ist.
Es ist bestimmt mit ihr was passiert, wirklich. Ich habe ein komisches Gefühl. Frau Weber, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich erstmal. Ich kann ja gut nachvollziehen, wie es Ihnen gerade geht, aber Ihre Tochter ist jetzt noch nicht mal seit 24 Stunden verschwunden. Als nächstes werden wir auf jeden Fall die Zeugen und Ihre Bekannten und Freunde aus der Bar befragen, mit denen sie gestern Abend zusammen war. Und dann leiten wir auch eine Suchmeldung ein. Beruhigen Sie sich. Mit der Befragung, Herr Kaiser, da beginnen wir am besten gleich bei Ihnen. Sie waren zwar schließlich derjenige, der Sie so schnell als vermisst melden wollte, obwohl wir keinerlei Hinweise auf eine Straftat oder sowas hatten. Sagen Sie mal, was ist das für eine merkwürdige Ansage? Also wenn Sie meinen Mandanten verdächtigen wollen, dann würde ich Ihnen dringend raten, ihn erstmal über seine Rechte zu belehren. Er ist ja noch kein Beschuldigter. Ja? Außerdem wäre es ja nicht das erste Mal, dass ich der erste Zeuge als Täter herausstellen würde. Ich würde Sie jedenfalls bitten, dass Sie uns im Anschluss auf die Wache begleiten. Und an Sie beide haben wir auch noch zwei, drei Fragen. Das würden wir dann draußen aber kurz klären wollen. Ja. Machen wir. Ja, okay, okay. Danke. Haben Sie mich jetzt auf den Kicker? Ich begleite Sie aufs Revier und da geben Sie als erstes das mit der Spy-App zu, denn ich bin mir sicher, dieses Verfahren wird eingestellt, aber es ist die Erklärung dafür, warum Sie von Anfang an solche Sorgen haben. Kommen Sie. Okay, dann Sie sagen. Wenn diese Spionage-App auf der Suche nach Bella hilft, dann ist ihr Nutzen viel größer als die Tatsache, dass sie verbotenerweise installiert wurde. Und Herr Kaiser beweist damit, dass er die Karten offen auf den Tisch legt, wie wichtig ihm die Suche und das Finden von Bella ist. Die Polizei hat nun offiziell die Suche nach Bella eingeleitet und nicht nur Nico, sondern auch deren Freunde befragt. Dennoch bleibt Nico ihr Hauptverdächtiger und muss zur Aussage ins Präsidium. Um sich zu entlasten, hat er den Rat seiner Anwältin befolgt und gestanden, dass er Bella überwacht hat. Barbara von Minkwitz will die Beamten von seiner Unschuld überzeugen. Herr Kaiser. Warum haben Sie es denn verschwiegen mit dieser Spionage-App? Wir haben so viel Zeit dadurch verloren. Na, sagen Sie mal, hätten Sie deswegen gleich eine Großfahndung eingeleitet? Und Sie wissen doch auch ganz genau, dass mein Mandant überhaupt nicht verpflichtet ist, sich selbst zu belasten. Es tut mir auch leid. Ich hatte einfach nur Angst, mega Ärger zu bekommen. Mittlerweile ist es nur noch wichtig, Bella zu finden. Zeigen Sie mir doch mal diese App. Ja, wissen Sie, das ist sehr interessant. Das müssen Sie sich mal genau angucken. Da sieht man nämlich, dass sich die Spur nachts um zwei in der Trankstraße verliert. Da verschwindet plötzlich das Handy von Bella Weber aus dem Funknetz. Herr Kaiser, Ihnen ist aber schon bewusst, dass dieses Geständnis hier nicht als Tatverdächtigen ausschließen wird. Seit wann überwachen Sie denn hier Ihre Ex-Freundin schon so? Ah, schon seit Monaten. Ah, ich weiß, es klingt bescheuert, aber ich würde Bella niemals was tun. Sie ist mir wichtig. Ich schwöre Ihnen, ich würde ihr nichts tun. Wo und wann haben Sie denn Bella Weber jetzt das letzte Mal gesehen? Es war gestern Abend. Sie war mit Freundinnen in Bar. Wir haben uns kurz unterhalten und dann bin ich gegangen. Es war so gegen 23 Uhr. Ja, das ist ja alles schön und gut, Herr Kaiser. Aber ich habe soeben mit Frau Tina Merz gesprochen. Sie wissen schon, die Freundin der Vermissten. Die schildert den Abend gestern aber ein wenig anders. Und zwar gibt sie an, dass sie Streit mit Frau Weber hatten, sich extrem eifersüchtig verhalten haben und durch einen Freund zurückgehalten werden mussten. Das ist doch völlig übertrieben. Wir haben nur gequatscht. Wir haben uns nicht gestritten. Das sind doch alles ganz subjektive Wahrnehmungen. Und es ist doch durch Zeugen zu belegen, dass mein Mandant die Bar vor Frau Weber verlassen hat. Ja, dafür gibt es Zeugen. Aber gibt es dann auch Zeugen dafür, was er nachts um 2 Uhr gemacht hat? Ich habe geschlafen. Alleine. Also wissen Sie, ich verstehe ja schon ganz genau, dass Sie meinen Mandanten jetzt als Hauptverdächtigen überhaupt nicht aus Ihren Fängen lassen wollen. Aber die Frage ist doch wirklich, ob das klug ist, sich an dem fehlenden Alibi meines Mandanten festzubeißen. Ich meine, wir sollten die Spy-App verfolgen und sehen, wie wir mit der Spy-App herausfinden, wann, wo und warum sich die Spur von Bella Weber plötzlich mitten in der Nacht verliert. Das wird doch schon definitiv unser nächster Schritt sein, Frau von Minkwitz. Aber Herr Kaiser ist Tatverdächtiger in diesem Fall und es wäre super, wenn Sie für uns erreichbar bleiben würden. Klar. Das ist doch selbstverständlich. Hauptsache, wir kommen in der Sache weiter. Sind wir denn jetzt hier soweit fertig? Soweit erstmal ja. Also wir bringen das noch schnell zu Papier und dann machen wir uns auf den Weg in die Trankstraße, wo sich die Spur verliert. Ich werde der Polizei definitiv nicht die Ermittlungsarbeiten allein überlassen. Die haben tendenziell schon meinen Mandanten als Täter im Visier. Wenn ich denen den wahren Täter liefere, dann entlaste ich Nico Kaiser. Noch am selben Abend überprüft Barbara von Minkwitz gemeinsam mit den Beamten den Ort, an dem sich Bellas Spur verliert. Sie hofft dort auf Hinweise, die Aufschluss über ihren Verbleib geben. Außerdem fahnden sie nach weiteren Zeugen, die Bella an dem Abend gesehen haben. Ja, die war hier. Die hat bei mir 2 Alkopops gekauft. Sagen Sie, Sie können sich an die erinnern? Das ist ja großartig. In welcher Verfassung war die Frau denn? Ja, ein bisschen viel gekichert und leicht getorkelt, aber sonst gut drauf, würde ich sagen. Sagen Sie, war sie vielleicht in Begleitung, wenn sie 2 Alkopops gekauft hat? Nee, die war alleine hier. Ich habe keinen weitergesehen. Können Sie sich erinnern, als sie den Laden verlassen hat, wo sie da hinlang gegangen ist?
Ja, die ist raus und dann ist sie links rum. Aber so genau habe ich das auch nicht drauf geachtet. Okay, dann sind wir hier durch. Meine Kollegin wird noch ihre Personalien aufnehmen. Falls wir noch Fragen haben sollten, melden wir uns gegebenenfalls bei Ihnen dann nochmal. Ja, gerne. Okay, vielen Dank. Reicht auch ein Führerschein? Ich bin ja so froh, dass Frau Weber hier noch in so guter Verfassung angetroffen werden konnte. Und ich finde, wir sollten jetzt alle Überwachungskameras, die es hier an der Straße, an Tankstellen, an Behörden gibt, feststellen und dann überprüfen. Vielleicht finden wir da Aufnahmen, die Sie zusammen in Begleitung zeigen. Das werden wir auf jeden Fall sofort veranlassen. Gut. Während die Polizei alle Kamerabilder hier aus dem Umkreis auswerten wird, werde ich noch mal versuchen, den Abend von Bella zu rekonstruieren, an dem sie verschwand. Dazu werde ich morgen noch mal den gesamten Freundeskreis zusammentrommeln und denen auf den Zahn fühlen. Shine bright like a diamond. Währenddessen ist Nico zum Warten verdammt. Da er als Hauptverdächtiger gilt, darf er sich nicht an der Suche beteiligen. Und er wird vor Sorge um Bella fast verrückt. Um sich abzulenken, hat er seinen Freund Thomas gebeten, vorbeizukommen. Nico macht sich große Vorwürfe und ahnt nicht, dass er nicht nur von der Polizei verdächtigt wird. Hast du eigentlich schon was gegessen heute? Nee, ne? Hier. Nein, danke. Ich bin den Gedanken nur bei Bella. Wie sie hätte beschützen können. Hätten wir uns nicht gestritten, hätte sie nach Hause bringen können. Wollen wir nur mal ehrlich sein. Sie hätte hier eh niemals erlaubt, dass du mitkommst. A, seid ihr nicht mehr zusammen? Und B, hast du auch gar keine Verantwortung mehr über sie. Die hat irgendwas getrunken, hat schon Max besten an den Hals geworfen und ist einfach gegangen. Warum? Weil sie besoffen war. Und wie soll mich das jetzt trösten? Vielleicht ist sie bei irgendeinem scheiß Dreckskerl, Mann. Denk doch mal nach. Ich muss los. Klingelt. Hey, was macht ihr beide denn? Hallo, Nico. Hallo. Wir wollen mit dir reden. Dürfen wir? Hallo, Nico. Ja. Geht's um Bella? Ja. Ich habe selbst noch keine Neuigkeiten von meinem Anwalt. Nico, hör mir mal zu. Wir wissen ganz genau, dass du Bella in den letzten Tagen wirklich sehr bedrängt hast. Und von Tina haben wir erfahren, dass ihr gestern richtig doll Streit hattet. Also wenn du was wissen solltest, dann sag es uns bitte jetzt. Wie? Ihr denkt, dass ich sie hätte? Ja, das ist die einzig logische Erklärung. Ja, es gibt ja gar keine andere. Bella hat dich abgewiesen. Ja, und was du für ein eifersüchtiger Pinsel sein kannst, das hast du uns in den letzten Tagen ja gezeigt. Ich würde dir doch nichts antun. Ich kenne dich schon seit 5 Jahren. Vielleicht hat sie 9? Nee, Nico, das wüsste ich ganz genau. Sie vertraut mir wirklich alles an, also davon weiß ich nichts. Vielleicht hat sie Geheimnisse vor dir? Mhm. Das war der Grund, warum sie Schluss gemacht hat. Ihr neuer Freund. Ach, dafür brauchst du doch keinen neuen Freund. Nico, überleg doch mal selber. Hast du denn gedacht, das hält ein Leben lang? Bella hat studiert, die wird jetzt Ärztin. Ja, und ich meine, du bist ein lieber netter Kerl. Aber du bist Dachdecker. Und vielleicht hat sie sich jetzt einfach jemanden gesucht, der... ein bisschen besser zu ihr passt. Bin ich jetzt nicht gut genug für eure Tochter oder was? Mensch, Nico, versteh doch, wir wollen doch einfach nur Bella wieder zurückhaben. Wir haben alle Angst um sie, nicht nur ihr. Ich weiß nicht, wo sie ist. Komm, bitte geht. Ich glaube, es ist besser so. Bitte, los. Das ist ein scheiß Gefühl, wenn die Schwiegereltern so bei ihnen denken. Dass sie mir so ein Verbrechen zutrauen. Ich hätte mein Leben für Bella gegeben. Dass sie mich in dieser Schublade stecken.